Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World. Wir sind auf Anlage B Isla Sorna angekommen mit Ian und seiner kleinen Kelly hier. Das ist seine Frau, sag ich schon. Entschuldigung, sein Kind natürlich. Ist aber auch recht groß geworden, muss ich sagen. Und so. Sarah Harding ist seine Freundin, Ex-Freundin, ach keine Ahnung und sowas. Eddie und Nick sind die Helferchen und wir versuchen uns mal hier durchzuschlagen. Oh, weiter. Natürlich machen wir hier alles kaputt, was kaputt zu gehen ist. Und nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal hier noch umschauen. So viel wie möglich mitnehmen. Kannst du nicht. Ich weiß. Schade. Juhu! Und kaputt machen! So, bevor wir uns auf die Suche... Oh, geil! Wenn ich kann da runterfallen, 100 pro, mach ich aber nicht. So, also bevor wir erstmal uns auf die Suche machen auf InGen, weil die haben ja ihre Truppe hier hingeschickt und so. Ja, das kann ich nicht, da brauche ich die Lophosaurus. Ich kann fahren, wie schön. So, also jetzt nochmal. Jetzt versuchen wir jetzt mal rauszufinden, wo Ingenza ihre Leute hingeschickt hat und was sie da vorhaben. Oh, geil! Ich kann mir, glaube ich, noch ein Fahrzeug jetzt hier holen. Wie cool. Aber was für eins? Kann ich mir ein Fahrzeug? Brauche ich ein Fahrzeug? Helfer? Gabelstapler? Kehrmaschine? Jurassic Tour Fahrzeug? Helfer Feld? Faltdeckenrollkäfig? Sammler? Beobachter? Ja, ist zwar schön und gut, aber das jetzt hier... Was ist das da? Helfer Jurassic World, Shuttlebus, Fahrzeug und Cabrio San Diego. Ach ne, komm, wir nehmen. Habe ich hier nicht ein. Vorhin nicht ein Checkpoint gehabt? Ach egal. So, dann wollen wir mal ins Fahrzeugland. Weil hier geht es nämlich definitiv weiter und das ist. Information. Hat die nicht kaputt gemacht? Gut, Spendien habe ich kaputt gemacht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die immer hier nachwachsen. Wie bei Mutter Natur natürlich, dass das auch so ist. Okay, aber bauen kann ich hier auch nicht drauf. Nein, da brauche ich ja die Settler. Hä? Kann ich das nicht? Kann ich nicht damit warten? Ja, jetzt bist du da energisch da drin und kannst nicht fahren, ne? Ist aber seltsam. Warum kann ich dich denn jetzt nicht fahren? Da zeigen sie mir Optionen, aber keiner macht was. Dann nicht, dann machen wir es ohne. Ich habe mich schade eigentlich, weil ich glaube, hier gibt es noch ein Rennen.
Was war da? Ist das nicht Hammond? Was machst du denn hier? Ich habe eine Idee. Ich hole mir jetzt mal ein Fahrzeug. Und dann fahre ich mal da rein. Nein! Ja. Hol mal ein Fahrzeug. Und zwar nehmen wir den Beobachter. Genau. Den hätte ich jetzt gern. Und den darf auch ihn fahren. Noch jemand mit? Nein? Ich weiß die Position. Ich fahr jetzt mal einfach mal alles hin. Ach, kommen wir hierher? Kommen wir von hierher. Wir kommen von hier. So ist das. Ach so. Mann, und ich denk schon. Einmal Geld umsonst ausgegeben. Naja, Geld. Aha, da kann ich einen Dinosaurier her. Jetzt... Würde ich denn auch hier wieder raufkommen? Ja, das Pilz kommt sogar hoch. So, die Story geht auf jeden Fall da oben weiter und ich glaube, wir werden auch die Story weitermachen. Falls ihr möchtet, dass ich das da unten lieber weitermachen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich komme da auch rein. Und, uah! Oh mein Gott, ich habe schon Hemmung. Denke mal nicht. Ah, halt. B, 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 B. Ach so, Minispiel. Minispiel. Na, das ist doch mal cool. Na, dann machen wir das doch mal hier. Jetzt ergibt das auch alles einen Sinn. Okay, nicht geschafft wahrscheinlich. Schade. Die Kamera ist wirklich... Naja, die Kamera. Kann ich das nochmal machen? Dann mache ich das noch einmal. Kann ich. Okay, noch einmal versuche ich es. Los, das schaffen wir, Das schaffen wir, scheiße auf. Auf schießen. Nein! Ach, vielleicht haben wir auch einfach das falsche Fahrzeug. Auf jeden Fall eine coole Idee. Einfach mal so Minigames macht. Aber wir machen jetzt die Hauptstory weiter. Seid schon knappe 10 Minuten mehr am Zuschauen. Und wir sind noch nicht wirklich weitergekommen. So Leute, dann wollen wir mal hier das Abenteuer starten. Wetten, jetzt kann ich den Trailer nehmen, aber ich lasse es lieber.
Es schreit so nach dem Trailer. Okay, das schreit nicht nach dem Trailer. Heißt das Ding überhaupt so? Naja. Irgendwas zum Baum gehen. Ah, okay, was anderes. Oh, hab den falschen. Jetzt hab ich den richtigen. Und hopp. Hopp und hopp. Hallo. Schön, dass ihr alle hier hochkommt. Wir müssen jetzt eh wieder runter. Es hätte so leicht sein können. Es hätte eine Brücke sein können. Und na los, hopp. Tja, da kommt der Begriff durch den Busch schlagen doch gleich eine neue Bedeutung. Aber ich hab einen blauen. Juhu. Okay. Ne, doch nicht. Kann ich den richtigen gleich? Ne, das ist Server. Da ist er. Jetzt auch leichter haben können, ich weiß. Ich hasse das. Zu früh. Ja, ich weiß. Psst. Lässt sich nicht austricksen, muss ich sagen. Aber schon mal. Sind jetzt auch alle drüben schon? Nein, nur du. Ich glaube, das geht jetzt auch nicht, weil der nämlich da hängt. Da, geht doch. Und... hopp. Hopp. Und nochmal. Und hoppa. Na also. Gut, ihr kommt hinterher. Ja, ein bisschen. Naja, was soll's. Ich weiß, was ich da hin muss. Aber da will ich noch nicht hin. Ich will erstmal hier alles kaputt machen. Ich werde euch jetzt nicht hier alle einzeln holen. Ja, das war's für die Frau mit dem Fetisch. So, jetzt ist dahin. Ja, ich weiß, dass ich dahin muss, aber... Kannst du da was machen? Weil du ja... Nee, geht nicht. Schauen wir uns mal um. Was habe ich übersehen? Das Ding würde uns ja helfen, aber... Das würde, glaube ich, auch nicht gehen. Ich weiß, dass ich da hoch muss, aber ich komme da nicht hoch. Nein! Ah, warum?
Im Ernst jetzt? Warum? Warum wollen die Frauen immer in den Scheiß rein? Was ist das denn? Noch eine Rennstrecke? Diese Info wird dich von den Socken hauen. Der erste Spinosaurus-Skelett, das von Paläontologen entdeckt wurde, ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Stimmt. Die Stegosaurier im Jurassic World sind nicht gerade scheu. Sie stellen ihren Artgenossen ihre Platten zur Schau und erkennen einander so. Schön. Wir können unser Basislager genauso gut hier aufschlagen. Das ist ein Jagdrevier, Mr. Lando. Ich begleite Ihren Campingtrip unter der Bedingung, dass ich das sage. Okay. Dieter, geh in den Ausleger. Ihr nähert euch ihm. Der mit dem roten Horn zu einer Schmalztonne. Wir sind ja bestens ausgerüstet. Einfach ausgedrückt, Ingen sucht Investoren, die einen Teil unserer Vorlaufkosten übernehmen. Man transportiert nicht Menschen um die halbe Welt, damit sie einen Zoo besuchen. Man bringt den Zoo zu ihnen. Mr. Hammond wusste das. Ehe er den Traum von einer Insel hegte, begann er mit dem Bau eines Amphitheaters. San Diego ist prädestiniert dafür. Es könnte für die Besucher in weniger als einem Monat fertig sein. Die wollen die Tiere mitnehmen. Rüber aufs Festland. Jetzt kann ich euch ja sagen, dass Hammond mit ihrem Auftauchen gerechnet hat. Er hat eine Alternative parat. Was für eine Alternative? Mich. Wie geil! Habt ihr das gesehen im Mond, ne? Das Emblemzeichen. Hier der kleine Junge, der mit E.T. mit dem Rad drüber fliegt und so, mit eigentlich die berühmteste Szene überhaupt hin und so, und ist immer noch das Logo von Amblet Entertainment von Steven Spielberg und der Kameramann, das war Steven Spielberg selbst. Das ist doch mal richtig geil, ey, Leute, ist so süß, wie ihr das hier alles hinbekommt. Alles kaputt machen. Achso, das war nur so. So, jetzt wollen wir mal hier das Lager sabotieren. Bisschen Chaos. Immer noch benommen? Wie viel Betäubungsmittel haben Sie denn benutzt? Ich dachte, es wäre ein Stegosaurus. Ich habe echt schlechte Tiefenwahrnehmung. Ja, da brauchen wir Strom für. Ich glaube nicht, dass ich das mit dem hier machen kann. Moment mal, wollt ihr mich nicht aufhalten? Das kannst du nicht. Nein, da brauche ich Geoffrey für. Wer seid ihr? Ihr dürft nicht hier sein! Auf sie! Ich glaube, das war Cat. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Tut mir leid, dass ihr so auseinandergefallen seid. Der stark, ne? So, machen wir dich mal. Ja, ich bin nicht gut in dem Ding. Tada! Lauf, du bist frei. Du bist frei, lauf. Okay, dann lauf nicht. Dann schlaf. Ellie, ich brauch dich. Ach, Sarah braucht dich. Hast ja denselben Fetisch. Aha, okay. Hey, was ist da unten los? Jemand hat den Pachycephalosaurus freigelassen. Hast du gerade gelispelt? Komm her. Ich weiß aber, ich muss da hoch. Achso, Baby bauen. Tada! Hm?
Aber ich habe noch nicht das gefunden, was ich brauche für dich. Ich finde das schon noch. Ist das in unmittelbarer Nähe? Ah, nicht den eigenen Mann! Kann ich das separieren? Nee, aber vielleicht kann ich es auseinander. Nee, ich kann es auch nicht auseinanderpflücken. Was ist hier? Aha, was Blaues? Ja, ist halt gut. Können wir doch nicht. Okay. Das war es jetzt nicht, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Hat vielleicht das ganze Lager durch, ohne dass ich den Dino befreit habe. So, hier, geh rein. Ah, das ist doch so ekelhaft. Finde wenigstens was. Jawohl! Ah, ist das ekelhaft. Hier, scheiß Eis. Leckeres Eis natürlich. So. Noch eine Pilzvergiftung und eine Banane hinterher. So, Junge, dann machen wir nochmal die anderen auch nochmal Platz. Wir haben gleich das ganze Lager aufgeräumt. Da ist mein Pilz drin. Das ist ein cooles Teil. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Was sagst du mir denn? Vielleicht kann ich helfen. Riesige Lego-Gegenstände können nur durch Dinosaurier-Stoßangriffe zerstört werden. Ja, das weiß ich doch. Halte X gedrückt, um als Dinosaurier einen Stoßangriff auszuführen. Ich bin aber... Ich habe doch keinen Dinosaurier. Kann ich das bauen? Doch, kann ich. Jetzt kann ich es bauen. Okay. Bau, 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 bau. Tada! So, heißt das, ich kriege vielleicht den Dinosaurier? Hm? Schön. So, einmal Fliegenpilz für dich. Oh, ist auch nicht giftig, ich schwöre. So, wo jetzt die Banane her? Habe ich hier einen Haufen vergessen oder irgendwas? Ich nehme mal die Pflanze. Woher kriege ich jetzt die Banane? Hier sehe ich auch nichts. Da drauf wäre natürlich was, aber nee, da kann ich nicht. Ach, warte mal. Oh. Da ist sie doch, aber das solltest du machen, Ellie. Da-da-da. Weiter und weiter und weiter. Bäh. Wie süß. Dino Action! Yeah! Wuhu! Hey! Und hopp! Seht ihr?
Komm. Ist das ein Herz? Das ist ein Herz. Warum habe ich denn da ein Herz? Aber klar. So, tschüss. Ja, okay, ich muss immer noch lernen, wie ich mein Ziel. Ups, falsch. Ich glaube, ich sollte wechseln. Aber erstmal hier, Stoßangriff. Aha, aha, aha. Eine. Oh, oh, da kocht was Übles hoch. Was willst du von mir? Ach, kann es sein, dass ich das gar nicht kann? Nee, tatsächlich... Weil dahin komme ich ja nicht. Na gut, dann... Ein Teddy! Ja, Herr Bär ist überall. Okay, Sprung... Oh, cool. Boom. Was zum... Auf dieser Insel sollte sonst niemand sein! Ergreift sie! Wir sind ja auch nicht niemand, sondern jemand. Das ist cool mit der Glatze. Diese Glatze so draufgesetzt wurde, das ist richtig cool. So, alles mitnehmen, was nur geht. Da brauchen wir die Dinosaurus. Ja, dich befreien wir auch noch, keine Sorge. Komm her, Mädel, weil du bist die Einzige, der es kann. Hopp. Kann ich jetzt... Der Dinosaurus ist entkommen. Jetzt lernt doch endlich ihren Namen, Mann! Cool. Jetzt dreh dich um. Haben wir noch was zum kaputt machen? Ja, das da. Das Kind, das Baby. Lassen Sie mich von den geplanten Attraktionen für den neuen Park erzählen. Als erstes haben wir einen Pachycephalosaurus Streichelzoo geplant. Diese Dinosaurier rammen zwar alles. Ein weiterer Plan ist es, die langen Hälse der Brachiosaurier als Rutschbahnen zu verwenden. Da es sich um Pflanzenfresser handelt, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Gäste auffressen sollen. Wir erwarten eine Verlustrate von höchstens 2 von 1000 Besuchern, was deutlich innerhalb der Sicherheitsparameter liegt. Nee, ist klar. Also irgendwie, nee.
So, komm, jetzt mache ich euch beide auch mal hier. Dreh, 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 dreh. Katsching! Action! Und weil es uns Spaß macht. Ja, tut mir leid, ich weiß. So. Ein besonders profitables Geschäft sollte das Triceratops Ringwerfen werden. Es handelt sich um eine Variante der beliebten Jahrmarktsattraktion, nur dass die Ringe dabei auf lebende Ziele geworfen werden. Ich bin mir sicher, da wird einiges an Geld herausspringen. Ah, den wollen wir jetzt mal zeigen, was so ein Triceratops machen kann hier. Muss ich hier bauen? Ja, muss ich. Was auch immer das jetzt sein wird. Man könnte sagen, dass sie bereits läuft. Er hat sich das Bein gebrochen. Schaffen wir ihn in den Wagen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Komm schon, mach die Tür auf. Du bist irre. Mami ist stinksauer. Wird ein interessantes Kapitel in deinem Buch. Jemand verletzt? Was braucht ihr? Drei Cheeseburger mit allem drum und dran. Für mich ohne Zwiebeln. Und eine Apfeltasche. Okay, okay, okay. Hola! Enrique! Nein, nein, nicht Enrique, ihr. Ja, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen geflasht. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic. Aua! Nicht Jurassic Aua, sondern World. Und irgendwie kommen jetzt hier. Komme ich überhaupt hoch? Ich kann hier nur Münzen sammeln, ne? Aua! Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier gerade richtig hier... Warte mal, grün war das, ne? So, dann wollen wir uns nochmal retten, ne? Gehe ich denn hin? Sollte auch nicht den Timer wieder starten und bleibt es laufen, ne? Bam! So, dann wollen wir mal bauen. Wir schaffen das schon. Wir retten die beiden, die drei, Entschuldigung. Jawohl!
Ja, ich weiß, aber vorher werde ich hier noch eben alles einkassieren. Ihr wisst schon, ne? Einfach nur so, weil wir es können. Und da ist auch ein Checkpoint, den werde ich mal nutzen. Das habe ich, glaube ich, jetzt ein paar Mal nicht gemacht. Ja, die Jucca-Palme. So, da, bäh. Speichern und fortsetzen, danke. Und gespeichert. Und weiter. Okay, weiter sammeln. Achso, ist schon kaputt. Dich. Und dich. Laufen. Okay, da kannst du nichts machen, dafür brauche ich Server. Da. Wahrer Überlebender. Na, du kannst das nicht. Die Schaufel brauchst du dafür, okay. Aber mit Schaufel machst du es auch nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite, ob ich da was verpasst habe. Ja, ich weiß, du brauchst eine Schaufel, das hast du nicht. Dafür brauche ich einen Dinosaurier? Okay, Velociraptor. Okay. Ich schreie die ganze Zeit. Warum? So. Komm schon. Geht zum zurück. Was ist das? Okay, dann Y. Los! Klettert etwas schneller! Okay, komm schon! Oh, nochmal ein Telefon. Wie viele Telefone habt ihr? Ich höre da was. Und wieder wechseln! Wartet! Scheiß Mistviecher! War's das? Ja? Danke, darf ich jetzt bauen? Schlimm, diese Viecher! Was war das? Was Großes. Wechsel. Ah. Kommt da alles runter? Rauf. Weich doch aus. Kommunikationsgeräte wurden zerstört. Wir sitzen hier fest, Ladies und Gentlemen. Und zwar zusammen, dank Ihnen. Wenigstens kamen wir vorbereitet. Es gibt ein Kommunikationszentrum.
hier in der alten Versorgungszentrale. Wenn wir dorthin kommen, können wir die Hubschrauber über Funk erreichen. Eastern Sauna, Level abgeschlossen. Und? Wahre Überlebende. Minikit. 1, 2. Nicht sehr viel. AJ sieht. Ich weiß auch nicht, was das machen wird. Ja, freigeschaltet. Ingen Speer. Na, endlich mal, was ich aussprechen kann. Peter Ludo, Isla Sonna, freigeschaltet. Katie Bowman, freigeschaltet. Wer seid ihr? Egal. Jägerspeer freigeschaltet. Aha. Jagdfallen-Geländefahrzeug freigeschaltet. Zwei Level abgeschlossen. Geschichte fortsetzen. Ja, ich habe jetzt mal gerade auf meinen Timer geguckt. Ich habe ja vorhin eine neue Aufnahme. Das sind erst ein paar Minuten. Ich werde diese natürlich jetzt noch in die andere Folge davor reinsetzen, weil ich glaube, das wäre besser. Und ich würde sagen, wupp, löschen, da. So, jetzt habe ich den Timer mal auf 0 gesetzt und so. Und ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Aufnahme weiter. Bis dahin, tschüss, abonnieren und liken nicht vergessen.